Willkommen zurück. Heute fangen wir mal ganz weihnachtlich an mit einer kleinen Statistik. Im Jahr 2019 wurden insgesamt 5,13 Milliarden Euro gespendet. Allein 18% davon, also knapp ein Fünftel, im Monat Dezember. Wir befinden uns gerade also zu einer Zeit im Jahr, dem Monat, in dem die Menschen wohl am großzügigsten sind. Jetzt kann natürlich jeder seine eigene Theorie haben, woran das vielleicht liegt. Vielleicht will man sich gerade kurz vor Weihnachten noch gut stellen mit dem Weihnachtsmann, noch von der Naughty-List runterkommen, dass man doch noch Geschenke bekommt an Weihnachten. Ich glaube, ein Grund ist, dass es einfach gut tut, Gutes zu tun. Man fühlt sich irgendwie selbst ein bisschen besser, wenn man das Gefühl hat, die Welt ein bisschen zu einem besseren Ort gemacht zu haben. Vielleicht will man ein gutes Gewissen haben. Man will sich vielleicht auch gut stellen mit Gott, ein Stückchen näher an den Himmel zu kommen, vielleicht doch noch einen Platz im Himmel zu sichern, etwas wieder gut machen. Man kann sich ja bildlich vorstellen, wenn es einmal irgendwann soweit ist, man steht vor der großen Himmelspforte, eine riesige Tür, die aber noch zu ist und man steht in einem Gerichtssaal vor einem der großen Richter, Gott, in einem dicken Buch vor sich, wo alles drin aufgeschrieben steht. Auf der einen Seite die Sachen, die vielleicht ja, ganz gut gelaufen sind, die guten Taten, auf der anderen Seite die Naughty List, was eher nicht so gut gelaufen ist. Und man hofft irgendwie, dass das, was auf der einen Seite steht, doch noch irgendwie das, was auf der anderen Seite steht, die schlechten Sachen, ausgleichen kann, dass man doch noch in den Himmel kommt. Obwohl man eigentlich weiß, ne, das reicht nie und nimmer aus. Klar, ein paar Leute kommen durch in den Himmel, die werden durch das Tor gelassen. Das sind dann irgendwie die Mönche oder irgendwelche Freiheitskämpfer, Martin Luther King. Aber mit denen kann ich ja nicht mithalten. Da habe ich eindeutig zu wenige Pluspunkte gesammelt. Man versucht doch irgendwie mit seinen guten Taten ein Stückchen näher in Richtung Himmel zu kommen. Nach oben, zu Gott. Dabei ist es genau andersrum. Nicht wir müssen versuchen, aus eigener Kraft nach oben zu kommen in den Himmel, zu Gott, sondern Gott ist schon nach unten gekommen, zu uns. Das ist es doch, was wir an Weihnachten feiern. Jesus, Gott ist auf die Erde gekommen, damit wir freigemacht werden, gerettet werden, damit wir, weil wir es anders gar nicht schaffen können, in den Himmel kommen können. Was müssen wir denn noch tun? Naja, wir müssen anerkennen, für uns annehmen, dass Jesus uns gerettet hat, dass wir es ohne ihn nicht schaffen können. Jesus hat uns gerettet. Vorher haben wir vielleicht gedacht, wir stehen irgendwann vor der großen Himmelspforte, klopfen an, hoffen inständig, dass wir reingelassen werden, obwohl wir eigentlich wissen, dass wir es nicht verdient haben. Aber eigentlich ist es doch so, Jesus klopft bei uns an. Und wir sind es, die ihn reinlassen müssen in unser Leben, obwohl wir es nicht verdient haben, gerade weil wir es nicht verdient haben. Viele kennen bestimmt das Lied "Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit." Ist schon ein bisschen älter, aber eigentlich immer noch aktuell. Ich denke, es lohnt sich, da mal ein bisschen drüber nachzudenken. Jesus klopft an. Und es liegt an dir, die Tür aufzumachen und ihn reinzulassen in dein Leben.